heute zum kalendarischen Frühlingsanfang. Na? Die Sonne scheint, 15 Grad, wir können unsere Sommerkleidchen rausholen. Ist das herrlich? Ja. Ich würde sagen, starten wir sofort. Wir haben ein kleines Interview vorbereitet. Und zwar einfach nur nochmal als Rahmen für Sie. Sie wissen es wahrscheinlich alle, Herr Dr. Kube ist schon seit über 25 Jahren in der Beauty-Branche tätig, ist die Koryphäe im Bereich Top-Dermatologie, war auch der Erste, der 2008 mit der ersten Doktor-Brand auf den Markt gekommen ist. Da sind natürlich noch viele nachgekommen, aber er war der Allererste. Und wir können ihm vertrauen, wir fragen ihn auch gleich nochmal, ob wir ihm auch wirklich vertrauen können, ja? Warum er mit dieser Vision, uns Frauen schön und gesund zu machen, im Hautbereich und generell, warum er damit damals gestartet hat und Fuß gefasst hat. Ich würde sagen, er steht ja hier schön zur Linken. Kommen Sie bitte zu mir, das ist Ihr Applaus, Herr Dr. Stefan Kube. Warum können wir Ihnen eigentlich so vertrauen? Ich halte gerne. Sie halten es. Gut, ich bin immer relativ bescheiden, aber in dem Fall muss ich jetzt dann doch ein bisschen ausholen. Also ich denke, größtes Pfand ist einfach die lange Erfahrung. In der Beauty, wir sehen das tagtäglich, kommen Patientinnen, die irgendwelche Eingriffe haben machen lassen, die auf Deutsch gesagt in die Hose gegangen sind. Also man muss über viel Expertise haben, man muss die modernsten Geräte haben und ich empfehle immer allen lieber ein zweites Mal zu kommen, als beim ersten Mal bis an die äußerste Grenze zu gehen. Gerade jetzt nur ein Beispiel beim Thema Lippen, dass man jetzt nicht überspritzt, dass man nicht zu viel in die Wangen reinspritzt, sondern lieber einer Patientin sagt, kommen Sie wieder, dann schauen wir uns das an, ob wir beide happy sind. Und ich glaube, aus dem Gründen ist man bei uns schon gut aufgehoben. Das haben Sie schön gesagt. Sie dürfen übrigens alle mitschreiben, das Ganze posten, die Stories machen, das ganze Interview. Macht man das heute noch, dass man mitschreibt? Nee, oder? Auf jeden Fall dürfen Sie es verwenden, ja? Weil ich sehe schon wieder alle Handys. Das ist ja auch toll, das geht ja jetzt gerade alles viral. Wir beide sind jetzt quasi live, ne? Sieht so aus, ja. Gut. So, also, Sie, unser Top-Dermatologe, wie ist das damals vonstatten gegangen? Warum haben Sie sich entschieden, wirklich vor über 25 Jahren, dann später auch gemeinsam mit Ihrem Team, Sie sind international unterwegs, bilden sich immer weiter, warum ist für Sie das Wichtigste, die Schönheit, die Gesundheit, ich würde sagen der Frauen, aber es sind natürlich auch Männer bei Ihnen? Also letzte Frage vielleicht zuerst beantwortet. Männer nehmen immer mehr zu, mittlerweile denke ich 30%. Und es laufen mehr Männer mit einer Botox-Stirn und auch mit nachgespritzten Lippen rum, als man denkt. Angefangen hat eigentlich alles jetzt nicht, weil ich immer schon in der Beauty arbeiten wollte, sondern ich wollte nach New York. Und in den 90er Jahren, ich bin nach New York gereist, habe alle Sekretärinnen in der NYU, der University da auf New York, bin die abgeklappert. Ich hatte natürlich Medizin studiert und habe gesagt, ich bin und ich würde gerne für ein Jahr hospitieren. Und dann habe ich eine Stelle bekommen in der Dermatologie. Und in den 90er Jahren fing in New York an, dass in der Dermatologie die ersten Beauty-Eingriffe gemacht wurden. Es gab den ersten sogenannten Skin Resurfacing Laser. Das war ein Laser, der die Haut komplett verbrannt hat, den man heute eigentlich kaum mehr einsetzt oder besser nicht mehr einsetzt. Und mit diesem Wissen und mit diesen Ideen bin ich zurück nach Deutschland und habe gedacht, ich mache eine Praxis auf, habe den Laser gekauft, beziehungsweise damals war es einfacher, bin zur Bank, habe gesagt, ich brauche 100.000 Euro für einen Laser. Und damals war das irgendwie, der hat mich angeguckt, wusste gar nicht, worum es geht, der hat gesagt, damit macht man Falten weg. Ja, der hat mir irgendwie geglaubt und dann haben wir eben die Praxis gegründet, diesen Laser gekauft und haben angefangen. Aus heutiger Sicht haben wir nicht so gut angefangen, wir haben viel falsch gemacht, aber wir wurden natürlich immer besser und haben dadurch eigentlich von Anfang an waren wir mit dabei bei dieser ganzen Entwicklung in der ästhetischen Medizin. Sie sind ja da auch immer, also wir können uns auch gerne setzen, ich merke gerade auch, in dem Alter wurden schon besser. Sie sind ja da auch dann oft der Erste mit den neuesten Technologien hier. Vor allem in München. Wie ist es denn mit Ihrer Laufbahn weitergegangen? Warum waren Sie denn auf einmal wirklich so erfolgreich? Gerade weil Sie sich immer international da weit bewandern oder einfach weil Sie so ein empathischer Mensch sind, weil Sie den Blick haben für die Frau gegen die Falten? Also ich denke zwei Sachen. Einmal, weil wir eben wirklich in München die Ersten waren, die diesen Trend ästhetische Dermatologie aufgegriffen haben. Das Zweite, dass wir eigentlich immer einen netten Kontakt hatten, damals gab es ja diesen Beruf Influencer noch nicht, aber sagen wir zur schreibenden Presse, wir haben immer versucht,
das, was wir gelernt haben oder was wir neu hatten, irgendwie auch unter die Leute zu bringen. Und das Dritte, was bis heute angehalten hat, dass wir wirklich immer für uns den Anspruch haben, das Neueste zu haben, uns weiterzubilden, auch noch nach 25 Jahren Tätigkeit. Das heißt, jeder von uns, wir sind mittlerweile 7 Ärzte, geht auf die wichtigsten Kongresse dieser Welt. Selbst ich jetzt, wo ich sagen würde, ich bin kein Anfänger mehr, gehe mindestens 2-mal im Jahr zu anderen Koryphäen in der Welt. Ich habe eben gerade mit einer Dame aus Korea gesprochen. Also ich war im letzten Jahr 2-mal in Seoul, um mir dieses Fadenlifting, welches ich täglich mache, und ich glaube, ich mache es sehr gut, aber ich schaue mir immer an, was machen andere, kann man nicht doch noch ein bisschen was lernen? Und ich denke, das ist unser großer Vorteil. Jetzt kommen Sie ja weltweit herum. Sie haben ja hier das Haut- und Laserzentrum mit Ihren Kollegen, dann Ayasha Spa. Sie sind Buchautor, halten selber Vorträge, wenn ich das richtig gelesen habe. Haben sicherlich auch noch eine Familie. Wie machen Sie das alles? Also die Familie ist das Einfachste, weil ich bin verheiratet mit einem Mann und der ist so umtriebig, dass ich mich jetzt nicht ewig um ihn kümmern muss. Das haben Sie sich so gut überlegt. Okay. Sie würden dann mit meinem auch besprechen. Wir reisen viel, also Familie ist jetzt zumindest, sind keine kleinen Kinder oder kleine Hunde zu Hause zu hüten. Ansonsten ist es schon nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Ich arbeite auch noch 2-mal in der Woche in Zürich. Die Kongresse, Weiterbildungen, und wenn wir arbeiten, arbeiten wir wirklich viel. Also in der Regel geht es von morgens um 7 bis abends um 7. Und ich bin, wenn ich in München bin, auch meistens samstags und sonntags in der Praxis. Das heißt, bei Ihnen einen Termin zu bekommen, ist gar nicht leicht. Es geht. Also wenn ich hier bin ich 7 Tage hier, ich mache schon, wenn ich Leute kenne, wirklich auch das so, dass ich sage, komm am Samstag oder kommen Sie am Samstag um 17 Uhr, ich komme in die Praxis. Also für alle, die gerade ja, die Frage im Kopf hatten, kriegen wir gar keine Termine mehr bei Ihnen. Zu Ihren Produkten. Also Sie waren ja der Erste 2008, der wirklich mit einer Dr. Brand auf den Markt gekommen ist. Was steckt dahinter? Es ist ja übersetzt medizinische Kosmetik. Ja. Im weitesten Sinne. Das Beste aus der Natur und aus der Forschung in Kombination hört sich für mich logisch an, schlüssig an. Toll, die Natur und dann auch die Wissenschaft gepaart. Aber was in Ihren Worten, was ist so besonders? Besonders oder Grundgedanke war damals, eine Linie auf den Markt zu bringen, die Wirkstoffe enthält, die wir in der Dermatologie auch in unserer Medizin einsetzen. Also nur ein paar Beispiele. Retinol, welches immer noch eigentlich das Top-Produkt oder der Top-Inhaltsstoff in der Dermatologie ist oder in der dermatologischen Kosmetik. Retinol ist immer noch der wirksamste Wirkstoff, den es überhaupt gibt. Und da gibt es 4, 5. Die eigentlich in höheren Konzentrationen aus der verschreibungspflichtigen Dermatologie kommen. Und der Grundgedanke war eben, die Wirkstoffe, von denen wir wissen, dass sie in der Tat an der Haut etwas bewirken, in unsere Linie oder in die Linie zu integrieren. Es ist natürlich bei Kosmetik eine Obergrenze gegeben. Man könnte noch bessere Ergebnisse erzielen, wenn man jetzt zum Beispiel den Retinolanteil noch weiter erhöhen würde. Aber dann darf man es nicht mehr als Kosmetikum verkaufen, sondern ich müsste es per Rezept verschreiben. Aber um das zusammenzufassen, Grundgedanke war, eine Linie auf den Markt zu bringen mit Inhaltsstoffen, die aus meiner Sicht oder aus Dermatologensicht Sinn machen. Jetzt haben Sie ja viele, viele Produkte. Das ist ja sehr vielfältig, nicht vielfaltig. Ich habe das gestern meinem Mann erzählt, er sagt, das sagt bloß nicht vielfältig. Das passt nicht. Das wäre so ein freudscher Versprecher. Sehr vielfältig. Also wirklich Hautreinigungslotions. Dann haben wir Sonnencremes, wir haben Dekolleté-Cremes, Antizellulite. Sie haben aber auch Kapseln für Haare und Nägel zum Einnehmen, eine Kinderlinie. Vielleicht können Sie uns einfach mal beschreiben, was sind denn die 3 beliebtesten in dem Bereich? Also bei der Erwachsenenlinie ist es die Linie Boosting, also Boosting so ein bisschen aufpeppen, das ist die Boosting Creme und das Boosting Serum, und dann ist ein Renner, sind die sogenannten Reinigungspads, die im Prinzip Fruchtsäuren enthalten. Die kann man jetzt nicht unendlich viel, dass man sagt, ich nehme 10 am Abend, aber diese Pads sind einer der Renner, und das neue Retin-U-Serum. Das ist eben ein Abkömmling von Retinsäure, über die wir eben gerade schon gesprochen haben, allerdings mit weniger Nebenwirkungen. Bisher war immer das Problem, nimmt man zu viel Retinol, kann es sein, dass die Haut spannt und gereizt ist. Dieser neue Wirkstoff Retin-U reduziert diese
will es jetzt nicht Nebenwirkungen, aber es kann manchmal ein Nebeneffekt sein, ohne die Wirkung abzuschwächen, sondern im Gegenteil, die Wirksamkeit ist noch erhöht. Also das sind auch die mit zwei neuen Produkte, die Sie auf den Markt gebracht haben? Bei der Erwachsenenlinie. Die Kinderlinie gibt es eine neue Sonnencreme, die komischerweise auch ganz viele Erwachsene kaufen, weil sie die so toll finden. Als Dermatologe ist man natürlich, ist es wirklich wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, wie wichtig der Sonnenschutz ist. Ja. Der Sonnenschutz mit hoch genug Faktor. Ja. Jetzt ist auch noch ein weiterer Bestandteil, sind die Growth Factors. Da habe ich mal natürlich.